So, jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen an alle, die wieder am Start sind. Wir haben wieder ein intensives Programm heute geplant. Ihr habt es vielleicht gesehen, wieder unsere Wochenplanung, was die Woche alles wieder geboten wird. Da hat gestern schon angefangen mit einer richtig knackigen Einheit vom Phil. Heute unser Motto VW Cornetto. Name ist Programm, das heißt, es wird richtig den ganzen Oberkörper, Schulterbereich, Arme, wird es richtig zu spüren kriegen heute. Wir haben uns wieder einiges einfallen lassen, also es wird richtig cool. Die restliche Woche, wie schaut die aus? Morgen wird wieder unser Innsbruckathlon-Training stattfinden, wird vor allem im Conditioning-Bereich richtig cool werden wieder, abwechslungsreiches Programm. Die, was die letzten Wochen mit dabei waren, haben das schon ein bisschen mitgekriegt, das macht der David immer richtig cool. Am Donnerstag nach wie vor Family Kids und natürlich alle anderen sind natürlich immer herzlich eingeladen da dazu. Das soll einfach ein Programm für jedermann sein. Richtig cooler, abwechslungsreiche Sachen. Am Freitag, wie gewohnt, unsere Party-Session. Und ganz wichtig, am Freitag vorab um 15.30 Uhr werden wir unseren nächsten Athletentalk haben. Und zu Gast wird diesmal Sven Hannawald sein. Dürfte jedem ein Begriff sein, absolute Skisprung-Legende. Hat sich auf jeden Fall einiges schon notiert, was er uns preisgeben will. Ist, glaube ich, ganz ein spannendes Thema für alle, die so der Bereich Spitzensport und mentale Komponente ganz interessiert. Also wird sicher cool. Also schaltet da auf jeden Fall ein. 15.30 Uhr Athletentag und direkt danach unsere Party-Session. Da auf jeden Fall am Start sein, da wird wieder gerockt, was das Zeug hält. So, das war wieder eine ganz intensive, spannende Woche. Jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen los, Thema heute Upper Body und dementsprechend gestalten wir auch unser Warm-up. Bitte, du bist schon ready? Low 5 zum Start. Ich hoffe, ihr seid auch ready. Wir starten mit unseren Handgelenke und mobilisieren die ganz locker auf. Ganz wichtig, braucht man natürlich einige Sachen, weil halt im Stütz stattfinden. Manche von uns schlafen mittlerweile schon in Liegestützposition, vor lauter oft haben sie die in letzter Zeit gemacht. Einfach eine wunderbare Übung mit eigenem Körpergewicht. Wird nie leichter, irgendwie ein Gefühl kommt man vor. Immer wieder hart, ähnlich wie Klimmzüge. Jawohl. Dann gehen wir gleich weiter auf die Schulter. Dann müssen wir da oben nicht anstoßen und machen weite Kreise nach vorne. Wir gehen ein bisschen um. Unsere Deckenhöhe gibt nicht mehr her. Jawohl, ganz weite Umdrehungen. Kreisen wir da richtig. Schauen, dass wir den Rumpf gleich stabil lassen. Jawohl, die ganze Reichweite holen wir da raus. Wir wechseln gleich die Richtung nach hinten, also so weit wie möglich. Die, was am Samstag mit am Start waren, hoffentlich seid ihr wieder erholt. Hoffentlich haben sich die Beine wieder erholt. Aber die dürfen heute eh ein bisschen waschen. Dafür wird alles oberhalb vom Becken richtig auf ihre Kosten kommen. Jawohl, wir wechseln die Seite und starten wieder. Kreisbewegung nach vorne. Richtig nach vorne. Jawohl, es sind wieder einiges mehr am Start, vielleicht ein bisschen dem Wetter geschuldet, war natürlich Bombenwetter am Wochenende. Aber bleibt auf jeden Fall immer mit dabei. Wieder ganz interessantes und spannendes Programm. Wieder nach hinten. Ganz wichtig, spürt es gleich, wie sich die Schulter bewegt. Die ganze Reichweite braucht man. Jawohl. Beide Arme nach oben strecken. Den rechten Arm lassen wir nach vorne kreisen, den linken nach hinten. Erste koordinative Challenge halt. Jawohl, wir gehen wieder zur Mitte und wechseln gleich die Richtung. Links nach vorne, rechts nach hinten. Weite Kreise. Nicht zu viel nachdenken. Dann gleich einen Knopf annehmen. Jawohl. Wir gehen auf die Matte. Jetzt nach unten vielleicht noch ganz kurz, was ich vergessen habe zu erwähnen, an Utensilien, was wir halt brauchen. Also richtet euch auf jeden Fall dann im Laufe des Trainings her ein bisschen längeres Handtuch und genauso in der Position, also einfach zusammengerollt in der Länge. Und eine vollgefüllte Trinkflasche, Wasserflasche, ganz egal. In der Größe in etwa einfach ein leichtes Zusatzgewicht. Okay, das ist alles, was wir brauchen. Und es geht auch schon weiter. Es geht weit nach vorne, stellt die Finger auf die Fingerkuppen und federt mit die Schulterblätter Richtung Matte nach unten.
Jawohl, da kann sein, dass es ein bisschen knackst, aber spüren wir richtig immer in die Brustwirbelsäule, richtig rein mobilisieren. Soll jetzt keine Stützübung sein in dem Sinn, sondern der Schwerpunkt ist nach wie vor hinten über dem Becken. Vorne machen wir uns lang und federn rein. Zehenspitzen hinten kannst du einfach aufstellen. Genau, ganz locker aufstellen. Dann gehen wir mit den Handflächen nach unten und drehen die Daumen so nach oben hinauf. Wir bleiben in der tiefen Position und heben jetzt abwechselnd an den rechten Arm nach oben, an den linken Arm nach oben. Daumen schaut jeweils Richtung Decke. Wenn es nicht ganz zum Abheben geht, dann einfach so weit wie möglich, dass wir einfach einen kleinen Belastungswechsel haben. Vor allem Überkopf, ganz wichtig, die Beweglichkeit. Genau, der Oberkörper bleibt trotzdem noch Richtung Matte nach unten gerichtet. Schiebst die Finger weit nach vorne, richtig öffnen. Jawohl, letztes Mal jede Seite. Gut so. Dann richten wir uns wieder auf, lockern kurz durch. Stehen einmal auf, ein bisschen was für unsere Unterarme. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir spreizen die Finger und machen wieder eine Faust. Und das Ganze so kraftvoll wie möglich. Okay? Fangen wir mal an, ganz locker. Schauen, dass wir richtig ein bisschen Spannung einbringen. Finger richtig strecken, ganz feste Faust machen und wieder strecken nach außen. Spreizen sie richtig auseinander. Richtig so Pumpbewegungen im Unterarm. Jawohl. Und gleichzeitig strecken wir jetzt die Arme zur Seite nach oben. Und immer nur Pumpbewegungen, Pumpbewegungen. Richtig strecken, ganz aufmachen wieder die Fäuste. Und dann wieder zu. Pumpbewegungen, Pumpbewegungen. Jawohl. Wir wandern langsam nach vorne. Immer nur pumpen, immer nur pumpen. Jawohl. Jetzt werdet ihr merken, die Bewegung wird schon langsam. Bisschen schwieriger, ganz strecken, ganz strecken, ganz strecken, jawohl. Und langsam nach oben, über Kopf, immer nur pumpen. Pumpen, 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 pumpen. Jawohl. Und wieder langsam nach unten, kämpft man noch, kämpft man noch, kämpft man noch. Aber wenn es richtig pfeift im Unterarm, der darf singen, der darf halt noch arbeiten, der muss aufwachen. Jawohl, und wir senken ganz langsam, ganz nach unten, pumpen nochmal. Alles was geht, alles was geht, alles was geht. Jawohl, jetzt geht nochmal eine Spur schneller. Und das brennt, das brennt, das brennt. Ausgangsposition und äußerst geht ausholen. Pumpen, 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 pumpen. Die letzten 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder lösen. Jawohl. Okay, aber Blut spenden gern hat. Perfekt. Wir gehen in ein bisschen Aktivierungsübung. In ein bisschen Aktivierungsübung. Schauen, dass wir die Hände zentral unter der Schulter positioniert haben, die Knie zentral unter dem Hüftgelenk. Wir machen jetzt Folgendes, wir lassen uns zwischen die Schulterblätter einfallen und drücken uns wieder aktiv nach oben raus. Brustbein einmal Richtung Matte und dann wieder maximaler Abstand, wieder tief und wieder hoch, ohne dass wir einen Buckel machen. Jawohl. Wespe auf der Matte. Erfolgreich abgewehrt. Jawohl, schiebt es schön aus und spürt es nach oben hin, die Spannung, wenn wir uns von der Matte nach oben schieben. So was wie wenn ihr beide Hände in die Matte reinschrauben möchtet. Ist dann ganz wichtiger für die Endposition in jedem Schritt. Wir bleiben in der obersten Position, stabilisieren das Ganze, aktivieren gleich die Rumpfmuskulatur und heben abwechselnd einmal den rechten Arm weit nach vorne. Wieder abstellen, sofort Spannung aufbauen, linken Arm. Auf unserem Becken steht gefühlt eine volle, mit Wasser vollgefüllte Blumenvase. Und die darf natürlich nicht auf den Boden fallen. Schön stabil. Jawohl. Wer eine Blumenvase in der Gegend hat, kann es gleich ausprobieren, hinten draufstellen. Aber da müssen wir stabil bleiben. Sonst wäre das eine ungemütliche Sache. Jawohl. Richtig aktiver Druck in den Boden. Jawohl. Die Unterarme merkt immer noch ganz gut. Jede Seite nur zweimal, weit nach vorne und stabil, sobald der Bodenkontakt dazu kommt. Jawohl. Gut so. Kurz lösen, kurz ausschütteln. Wir gehen in den ersten kleinen Rumpfblock, wo die Schultern natürlich ein bisschen mit dabei sind. Ganz wichtig für den intensiven Teil später dann, dass wir einfach stabil in der Körpermitte sind.
Dazu folgende Übungen. Da brauchen wir jetzt zum ersten Mal unser bisschen längeres Handtuch. Übung Nummer 1 schaut so aus, jetzt fallst unten durch, streckst die Beine und wieder dritt durch. Also wie wenn wir in einem Kanu sitzen daten und rudern. Okay, das ist unser Übung Nummer 1. Übung Nummer 2, an der hinteren Mattenkante starten wir in der Vierfüßlerposition, die wir jetzt angesteuert haben. Und dann gehen gleich, marschieren wir nach vorne. Immer gegenüberliegend, Arm und Bein machen wir gleichzeitig einen Schritt, vordere Mattenkante und dann dasselbe wieder retour. Nach wie vor steht unsere Blumenvase hinten auf unserem Becken drauf. Übung Nummer 3, Seitstütz auf die Handflächen. Schau, dass die Beine gestaffelt stehen, das obere Bein ist das vordere. Oberen Arm strecken wir aus, wir wechseln zur Mitte, sind in Liegestützposition und wechseln gleich auf die andere Seite weiter. Sind wieder auf der Fußinnenkante bzw. Außenkante und wechseln wieder. Eisblock hin und her und immer den aktiven Schub in die Matte rein. Okay? Und letzte Übung von dem Block, da schnappt ihr euch eure Wasserflasche. Zehenspitzen aufstellen, Kniescheiben sind in der Luft und es macht Kreisbewegungen so weit wie möglich von euch weg, hinten übergeben und wieder nach vorne. Merkt euch, in welche Richtung es gegangen seid, in der zweiten Runde die andere Richtung. Okay, wir starten einfach alle nach links geben. Also gegen den Uhrzeigersinn starten wir. Ja, ist einfach kein Spaß. Richtet euch gleich Utensilien her, wir haben 40 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, ich stelle bald den Timer auf, weil die Bier die Wäsche versorgt. Und zum Unteratmen. Ich soll gleich mitmachen im Rumpfblock. Dann wird es gleich aus sein. Der schwert die Unterarme nicht mehr. Jawohl! Sehr gut, stellen wir die Zeit ein. In 10 Sekunden legen wir los. Schnappt euch euer Handtuch. Schauen, dass wir gleich auf Betriebstemperatur kommen. 2, 1 und los geht's. Immer wieder Brust heraus. Beine sauber strecken. Füße mit dem Handtuch berühren, verboten. Jawohl. Bleibt lang im Rücken. Brust heraus. Nicht rund werden. Sehr gut. Jawohl. Yes. Bauchmuskulatur. Ja, die pfeift schon. Bleiben wir dabei. Sauber durchziehen. Immer wieder Brust nach vorne bringen. 3, 2, 1. Yes. Handtuch kurz auf die Seite. An der hinteren Mattenkante starten. Sofort Druck aufbauen. 3, 2, 1. Und marschieren wir. Immer gegenüberliegend. Marschiert nach vorne. Jawohl, bis wir ganz vorne sind und dann wieder gleichmäßig retour. Sofort mit Bodenkontakt, aktiver Stütz und wieder nach vorne. Jawohl, Rhythmus beibehalten, die Vase steht hinten drauf. Schulter stabil. Wenn ihr aus dem Rhythmus gekommen seid, einfach wieder starten, tut überhaupt gar nichts. Jawohl. Lasst die Knie knapp über der Matte, also nicht zu hoch nach oben schieben. Bleibt wirklich. Die letzten Sekunden. Oh, noch ein bisschen. Gut so. Oh, schon da. Sind wir wieder. Wir spüren nur die Unterarme. Im Seitstütz starten wir. Oberes Bein, wie gesagt, ist vordere und geht gleich los. Wir wechseln. Eisblock. Jawohl. Und wieder wechseln. Sofort wieder Spannung aufbauen. Schützt die Matte weg. Ganz aktiv. Jawohl. Yes. Absolut stabiles System. Da muss die Schulter in sämtlichen Positionen arbeiten und stabilisieren. Braucht man dann alles für den intensiven Krafteinheit. Der hat es wirklich dann in sich. Schauen, dass wir da jetzt eine gute, stabile Mitte aufbauen. 2, 1. Jawohl. Flasche schnappen. Ich hoffe, es hat keiner. 5 Liter Flasche. Kniescheiben in Luft. Und gehen wir. Gegen den Uhrzeigersinn starten wir. Jawohl. Weite Kreisbewegung. Weit nach außen die Flasche. Vorne übergeben. Hinten übergeben.
Nasenspitze bleibt die paar Zentimeter über der Matte. Wir riechen die Matte. Jawohl. Absoluter Arbeitsgeruch nach den letzten Wochen. So muss das sein. Weite Kreisbewegung, jawohl. Da muss die Schulter arbeiten. 2, 1 und wieder abstellen. Sehr gut. Erste Runde haben wir. Geht gleich in Runde Nummer 2. Ich hoffe, ihr seid alle noch am Start. 2, 1 und los geht's. Kanufahrt Nummer 2. Gleiche Stabilität. Brust nach vorne. Immer wieder. Jawohl. Unsere Wespe. Die pumpt. Yes. Schön sauber arbeiten. 15 noch. Gut so, gut so. Immer am Start bleiben. Da lass mal nicht locker. Brust nach vorne. Immer wieder. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Unsere Bergcrawls. Hintere Mattenkante klingt schon wieder richtig stabil. Und los geht's. Gegenüberliegend. Die Blumenvase transportieren wir ans vordere Mattenende. Und wieder retour. Null Bewegung in der Körpermitte. Vorwärts wie rückwärts. Jawohl, bleiben wir tief mit den Knieschirmen. Tief bleiben, stabil im Schultergürtel. Sehr, 10 Sekunden. Jawohl, jawohl, jawohl. Und absetzen. Gut so, jawohl. Wir reden schon wieder die Schwitzsuppenmauer. So soll es sein. Wir starten im Seitstütz. Und los geht's. Als Block. Oh, nach rechts drehen. Die rechte Wand bewundern. Einmal nach links drehen. Die linke Wand bewundern. Jawohl. Ganz stabil. Aktiv. In den Boden drücken. Als wie wenn der ganze Körper komplett eingegipst wäre. Jawohl. Atmung nicht vergessen. Ganz wichtig. Genügend Sauerstoff im Körper. Und du hast eine maximale Stabilität. Jawohl, schub. Die letzten 4, 3, 2, 1, yes. Und Übung Nummer 4 von unserem Block. Jetzt mit dem Uhrzeigersinn. Kniescheiben wieder in die Luft. Und los geht's. Jawohl, wieder weite Kreise. Schiebt's nach außen. Haltet den Rumpf stabil. Viel Arbeit aus der Schulter. Jawohl. Übergeben. Sehr gut. Kämpfen wir noch, kämpfen wir noch. Jawohl, schieben wir nach vorne. Die Daumen verhalten die Schultern. Upper Body heißt das Ganze. V wie Cornetto. Da werden wir alle heute wie Cornettos rausgehen. Das heißt, die Türen auf jeden Fall ausschneiden nach oben hin. 2, 1 und Pause. Jawohl. Jetzt könnt ihr einfach Handtuch einmal kurz anderweitig verwenden. Sehr gut. Bisschen Schweiß von der Stirn. Schulter ist ganz gut aktiviert. Gibt es irgendwelche Fragen, DJ? Alles beantwortet. Ich glaube, davon bleiben keine Fragen offen. Sehr cool, dass so viele Leute dabei waren. Wie viele sind am Start heute? 87. 87, das schaut schon wieder gut aus. Jawohl. Wir gehen gleich weiter. Nehmen das Ganze ein bisschen mit in die Bewegung. Allerletzte Sache, bevor wir dann mit unseren Hauptblöcken starten. Und ich sage bewusst Blöcken, weil es ja mehrere Blöcke halt sein. Richtig intensive. Da haben wir uns einiges überlegt. Aber es wird später noch merken, worum es da geht. Jetzt möchte ich ganz kurz noch ein bisschen was einbauen. Und zwar, nehmen wir die Hüfte ganz kurz mit. Weiter Ausfallschritt. Jetzt geht es mit beiden Händen auf die Matte. Dreht euch dann zum vorderen aufgestellten Bein nach innen auf. Richtung Decke. Aufrotieren.
wieder langsam absenken und zur anderen Seite aufrotieren. Es wird ein bisschen wackeliger, wieder tief und wieder wechseln. Immer hin und her und wieder öffnen. Jawohl. Schön öffnen. Manchmal sind es unsere Holzlatten, die knacksen. Manchmal ist es aber auch die Lübeswolle. Wundert euch nicht. Natürlich. Gut so. Wir wechseln da die Beinstellung und machen dasselbe auf der Seite. Wieder zuerst nach innen hinaufdrehen. Jawohl, spürt auch, wie die Hüfte ein bisschen mitgleiten muss. Tut ganz gut, unten zu öffnen. Jawohl. Schön, die ganze Reichweite ausnutzen. Spür mal, wie die Brustwirbelsäule nachgibt. Ups, ne? Letztes Mal, beide Richtungen. Jawohl. Dann gehen wir in Liegestützposition. Und dann schiebt das Becken schräg nach hinten oben. Stabilisiert es immer mit einer Hand und mit der anderen Hand greift man Richtung gegenüberliegende Sprunggelenk. Schiebt also die Matte so nach vorne weg. Über Kopf aufmachen und dann die Seite wächst. Immer wieder aus der Liegestützposition hin und her. Aktiver Stütz. Das werden wir dann brauchen. Über Kopf richtig aufmachen. Jawohl. Schön nach hinten. Wegschirmen. Jawohl. Jede Seite nur zweimal. Jawohl. Schön. Nach hinten schirmen. Dann bleiben wir in Liegestützposition. Gehen langsam aber nach unten. Spannung aufbauen. Kontrollieren die unterste Position. Legen das Becken ab und schieben uns nach vorne oben auf. Schulterblatt aktiv weg vom Ohr. Blick Richtung Decke. Jawohl. Spür jetzt den Zug an der Vorderseite. Eventuell die leichte Kompression hinten im Rücken, wieder langsam absetzen und gleich ein zweites Mal. Wieder nach vorne aufschirmen, Schulterblätter weg vom Ohr. Jawohl, ein letztes Mal nach vorne oben. Yes. Wieder langsam abstellen, als Block wieder. Stabilität aufbauen und dann entweder über die Knie oder normal schiebt euch. Als Bloch ganz nach oben raus. Und wir machen gleich zwei wieder zu. Nochmal tief gehen, kurz absetzen und nochmal nach oben rausschieben. Jawohl. Dann abstellen. Nur ein kleiner Vorgeschmack, dass wir die Bewegung schon mal intus haben. Da werden wir einiges davon heute jetzt im nächsten Block gleich mitmachen. Wollen wir letzten gut so. Heute, oder? Natürlich nicht. Folgender Ablauf. Wir haben jetzt immer pro Block zwei Übungen, die wir immer hintereinander machen. Wir nehmen 20 Sekunden Belastungszeit, 10 Sekunden Pause. Und machen immer zuerst Übung 1, 10 Sekunden Pause, Übung 2. 10 Sekunden Pause, wieder Übung 1. Und so machen wir 5 Runden mit den zwei Übungen. Okay? So ist der erste Block. Der schaut wie folgt aus. Übung Nummer 1, das haben wir jetzt schon voraktiviert, Spider-Man-Liegestütz. Klingt wieder richtig geil. Übung schaut so aus, es geht tief nach unten in Liegestütz, hebt das Ohrbein ab und zieht das Knie nach vorne an. Wieder aufdrücken und gleich die andere Seite. Tief und wieder hoch. Wer merkt, das ist einem zu schwierig oder es wird irgendwann aber nicht mehr schaffbar, dass der Hof stabil bleibt, auf die Knie weiter. Genau das gleiche, einfach auf die Knie. Wer merkt, Liegestütz gehen generell gar nicht mehr im Stütz halten. Aber wir ziehen bis zur letzten Sekunde komplett durch. Übung 1. Übung 2, da brauchen wir wieder unser zusammengerolltes Handtuch. Diese Zugübung ist gar nicht so easy, ohne Zusatzequipment eine geile Zugübung zu finden, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute gefunden, und zwar für unseren Bizeps. Ganz, ganz wichtig, der Diskomuskel, der muss natürlich passen. Jetzt fahren Sie das lange Handtuch vorne um die Fußsohle ein, winkeln Sie das Knie an, richten Sie die Brust nach vorne auf und jetzt geht's auf Zug. So ungefähr 90 Grad Winkel und dann könnt ihr mit die Beine leicht nach vorne drücken und aktiv Ellbogen herziehen. Also richtig auf Spannung, dreht die Finger zu euch, als wie wenn ihr einen Bizeps Curl macht. Und es stabilisiert da 20 Sekunden lang, je nachdem wie viel Zug es aushalten könnt, dass man richtig viel Belastung
im Bizeps spüren. 20 Sekunden lang und dann wieder unsere Spider-Man-Liegestütz. Beim nächsten Mal wechseln wir einfach die Seite. Das Bein hat jetzt nicht die große Relevanz, aber schauen, dass wir trotzdem immer einen Wechsel mit einbauen. Wie gesagt, 20, 20, 5 Mal hintereinander. Wir werden es dann ganz gut merken. Macht euch ready. Ich stelle wieder einen Timer ein. Zum Schluss machen wir Bizepsvergleich. Der wichtigste Muskel natürlich. Aber darf auch in solchen Zeiten natürlich nicht fehlen. Wer immer ein bisschen ins Lächerliche gezogen arbeitet, hat natürlich eine wichtige Rolle. Aber ist jetzt natürlich nicht Übung Nummer 1, mit der man startet, wenn man noch nie in seinem Leben trainiert hat. Aber hat dann auf jeden Fall seinen Platz und auch seine Berechtigung. Deswegen bauen wir es ein. Wir starten mit unserem ersten Block. Viel Glück für den Chef. So, da. Jetzt aber. In 10 Sekunden. Spider-Man Liegestütz. Übung Nummer 1. Macht euch ready. Da beißen wir durch. 3, 2, 1. Und genau. Ganz saubere. Alles, wie wir es vorher aktiviert haben. Tief. Und wieder hoch. Jawohl. Sehr gut. 3, 2, 1. Und wir wechseln gleich Übung Nummer 2. Unser statischer Bizeps-Curl. Fadelt ein. Brust nach vorne. Und gehen wir. Spannung halten. Jawohl, richtig auf Zug gehen. Zerreißt das Handtuch. Brust nach vorne. Die Schultern leicht nach hinten spannen. Merkt den Zug, merkt den Zug. Jawohl. Viel die Arme arbeiten lassen. Oh, das spannt schon. Gut so. Und lächeln. 2, 1. Und das war's schon. Wir gehen gleich in die zweite Runde. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ein kleiner Vorgeschmack. Da kommen nur zwei ganz intensive Blöcke. Und los geht's wieder. Ja, der erste war lockerer. Bitte, wie geht's dir? Ich kann nicht reden. 2, 1, jawohl, Bein kurz wechseln, jawohl, macht Spaß, juhu, 2, 1, und gehen wir, bleibt auf Zug, jawohl, so, Brust nach vorne, brutal, einschüchternd, wenn ich da um mich habe, und kämpfen wir noch, 3, 2, 1, jawohl. Sehr gut. Runde Nummer 3. 3, 2, 1 und gehen wir. Spider-Man, wie er an der Wand hängt. Stabil in der Mitte. Bewegung aus der Hüfte. 2, 1, jawohl, Nummer 3, und 3, Holz, jawohl, spätestens jetzt merken wir es ganz gut, wie zumindest, und gehen wir, Brust nach vorne, Schultern tief, und halten wir wieder, jawohl, aktiv schief, zieht den Fuß gegen das Handtuch, aber wichtig, wir sollen es aktiv, rücken in die Arme merken, 3, 2, 1, jawohl, Runde 3 haben wir geschafft. 2 haben wir noch. Wie immer, schweißgebadet. 2, 1, und gehen wir wieder. Nach wie vor bleiben wir kontrolliert im Schultergürtel. Sehr gut, sehr gut. 2, 1, boah, dann langsam wird es anstrengend. Wir wechseln wieder. Jetzt ist der Bizeps wieder dran. Und gehen wir. Jawohl, push nach vorne. Wenn es dann Hilfe braucht, ist nicht mehr gerade durch die Tür kommt, kommen wir vorbei und schneiden oben ein bisschen aus, dass die Cornettos durchpassen.
überhaupt kein Problem, ein Service von uns ist mit dabei beim Upper Body. 2, 1, jetzt, letzte Runde. Einmal noch Spider-Man. Ich fühle mich schon ein bisschen Spider-Man-mäßig. 2, 1, und gehen wir. Wie gesagt, macht ruhig auf die Knie weiter, wenn es keine Spannung mehr habt in der Mitte. Ganz wichtig, dass die Qualität passt. Jawohl. Bis zum Ende. 3, 2, 1. Jawohl. Letztes Mal. Nochmal das Halten. Dann haben wir eine ganz kurze Pause. 1. Und gehen wir. Nochmal richtig halten. Aufrecht. Zerreißt die Hand durch. Mit euren Armen, mit eurer Schulter. Vor allem viel Bewegung. Oder eigentlich keine Bewegung, aber die angedeutete Bewegung aus dem Ellbogen. Es wollt's bewegen, aber es geht nicht. 3, 2, 1. Yes. Sehr stark. Mischt euch den Schweiß von der Stirn. Schauen wir mal kurz, ob es schon Beschimpfungen gibt. Jawohl. Es schaut gut aus. Alle noch am Start. Sehr gut. So soll es sein. Und in dem Stil geht es natürlich auch weiter. Wir brauchen auch für den zweiten Block wieder unser Handtuch. Übung Nummer 1, die Beachy hat es angekündigt. Unsere Stützmuster werden halt sehr präsent sein. Übung 1 schaut so aus. Es geht in so eine aufrechte Position, schiebt wieder die Brust nach vorne und geht jetzt mit dem Kopf zwischen die Hände tief und schiebt euch wieder nach hinten raus. Tief und nach hinten raus schon. Dass wir bewusst so eine Überkopfstützbewegung haben. Okay, die Knie ruhig leicht beugen, je nachdem, was es von der Beweglichkeit her schafft. Wieder 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Übung Nummer 2 in dem Block. Schnappt euch euer Handtuch, zerreißt es, oder gefühlt zerreißt es, und dann schiebt in der vorgelehnten Position aktiv die Schulterblätter nach unten, ständig das Handtuch zerreißen wollen, Schulterblätter tief, und dann schieben wir wieder nach vorne und spreizen die Finger nach vorne aus. Immer auf Zug und wieder herziehen. Jawohl, ich merke es jetzt schon beim Vorzug, wie der Lat arbeitet. Low Five, geht schon. In die Kamera. Ich glaube, wir sind ready. Warum sollten wir alle sein? Zweite Runde. Gleich Ablauf. Wieder 5 Serien. Und los geht's. Bei der Übungen kann es gut variieren. Bisschen intensiver oder weniger intensiv. 3, 2, 1. Und gehen wir. Tief und schütter raus. Tief und wieder hoch. Jawohl, schön über Kopf. Druck dich raus. Zwei, eins. Jawohl. Als ob man die Liegestütze gemacht hatten. Sehr gut, kleine Zugbewegung. Zerreißt das Handtuch. Und gehen wir. Zug nach unten. Ständig Handtuch zerreißt und wieder nach vorne. Und wieder Zug. Ellbogen tief in die Hosentasche und wieder nach vorne. Der Rumpf bleibt aktiviert. Körpermitte, kompletter Betonblock. Jawohl, bist du deppert. 2, 1. Boah, das ist fest an Latt. Cornetto. Zweite Runde. Und gehen wir. Jawohl. Falls manche jetzt gemeint haben, wir werden jetzt mittel ein Eis essen, wo sie Cornetto gelesen haben. Nee, da wird geschuftet, dass wir uns das Cornetto auch verdienen. Und wieder Pause. Sehr geil. Wir haben kurz die Angst gehabt, dass es zu initiieren kann. Völlig unbegründet. Und gehen wir. Tief nach unten. Handtuch zerreißen. Je stärker wir es zerreißen, desto intensiver wird's. Schön nach unten. Und wieder nach oben. Rumpf. Ein Betonblock. Nach wie vor. Yes. Und es geht wieder über Kopf weiter. Es merkt, die Schulter hat extrem viel Pause. Natürlich überhaupt nicht. Aber gehen wir. Wer ein Cornetto sein will,
muss auch leiden. Leiden natürlich unter Anführungszeichen. Wir wollen Qualität. Qualitatives Leiden. Einigen wir uns da drauf. Sehr stark. Ganz stark. Ist auch stark, wenn es nur am Start seid. Und wieder Zug. Was heißt, wenn es nur am Start seid? Ihr habt es einstellen, es kann Bock an einer austreten. Wenn man einmal drin ist, muss man das Programm durchziehen und kann erst dann wieder aussteigen. Neues Feature von Instagram. Sehr gut, wie ich finde. Man muss trainieren. Oh. Yes. Zweimal. Den Spaß noch. 2, 1. Und wieder. Jawohl. Kämpfen, kämpfen! Wow. Vorletztes Mal. Nett. Ich fühle mich schon richtig wie ein V. Ich hoffe, ich sah. Und geh mal. Und durch. Zerreißen. Spüren sich richtig wie die Schulterblätter in die Hosentasche wandern. Und dann rotieren sie wieder nach außen, wenn wir über Kopf bewegen. Schiebt es also weit nach vorne in das Handtuch, zieht es auseinander. Und dann zieht die Schulterblätter wieder weg. Boah. Letztes Mal. Und gehen wir. Noch einmal ganz saubere. Jawohl, schön ausdrücken, beidseitig nach oben. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ein letztes Mal Zug. Bereit machen. Und los geht's! Handtuch zerreißen, zerreißen! Manche haben sicher schon das 5. Handtuch in Gang, weil sie jedes Handtuch zerreißen! So soll es sein. Nach unten spannen. Und wieder nach oben. Jawohl. Und kämpfen. Da lassen wir nicht locker. Nach wie vor Spannung unten. Sehr gut. Wieder gut. Die Schultern durchlockern. Sehr, sehr stark bis jetzt. Aber wer jetzt gehofft hat, dass es aus ist, den muss ich leider enttäuschen. Jawohl, es schaut immer noch gut aus. Es schaut immer noch gut aus. Sehr gut. Super Truppe am Start. Wir haben einen letzten Block. Geht sich super noch aus. Wie könnte es anders sein? Natürlich wieder irgendwas Stützendes. Und zwar folgende Variante. Entweder wieder Knie gestreckt oder Knie am Boden. Ausgangsposition Liegestütz ist jetzt tief und verlagert jetzt aber nur einmal nach links, einmal nach rechts. Links, rechts. Wie gesagt, wieder auf die Knie, wenn jemand merkt, es ist zu intensiv, dann auch dazwischen immer wieder aufgehen und dann wieder tief gehen. Okay? Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 in Bauchlage. Daumen nach oben, Reverse Flies. Nasenspitze bleibt wieder, denn die 2 cm über dem Boden und dann schieben wir wieder Schulterblätter zueinander. Klemmen die Wirbelsäule richtig ein und wieder tief. Vor allem den hinteren Bereich von der Schulter nochmal mitnehmen. Okay, wichtig ist, ohne dass der Oberkörper nach oben geht, der bleibt tief, nur die Schulterblätter zueinander, 2 Sekunden halten und wieder absenken. Daumen schauen Richtung Decke. Einmal noch 5 Serien davon, dann haben wir es geschafft. Dann war es richtig stark. Gut so, Handtuch kann liegen bleiben, brauchen wir für unseren Schweiß. Den darf man natürlich vergießen heute. Wenn ihr ready seid, dann seht ihr es auch. Werden nochmal richtig hart, in 10 Sekunden legen wir los. Jeder Seilvariante wird nochmal beinhaut. 3, 2, 1 und los geht's. Hin und her. Ganz stabil. Wie ein Brett nach wie vor. Spannung in der Körpermitte. Ansonsten Knie am Boden. Jawohl. 3, 2, 1.
Yay, die erste Serie von 5. 3, 2, 1. Und ja, Schulterblätter zerquetschen die Wirbelsäule. Oh, mega wieder tief. Zerquetschen. Pobacken sind auf Spannung. Kniescheiben in der Luft. Jawohl. Wenn sie jetzt durch den Daumen nach oben schenkt, lächelt sie mal eigentlich in der Matte noch. Jawohl. Bei mir ist Lächeln leicht gekünstelt, aber. Es darf mittlerweile gekünstelt sein. Sehr stark. Zweite Runde. Tief und gerne wieder. Jawohl. Beinhart. Hin und her. Ansonsten, wie gesagt, aufgehen dazwischen. 3, 2, 1. Jawohl, da habe ich nicht zu viel versprochen. Ein wunderbares Abschlussprogramm. Und gerne. Quetsch die Schulterblätter zusammen. Brust hinter sich. Jawohl. 2 Sekunden immer oben halten. Jawohl. Da spürt man so wunderbar in den hinteren Teil von der Schulter. Muskulatur zwischen die Schulterblätter. Yay. 2, 1. Nummer 3. Ja, von der Tiefe natürlich variierbar. Jeder, was er noch im Körper hat, halt. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. 3, 2, 1. Boah. Oi, Bici, da ist uns wieder ein richtig geiles Programm rausgekommen. Und, ja, ich hoffe, es sechst es genauso. Aber beißen wir nochmal auf die Zähne. Jetzt müssen wir es da durchziehen. Noch schlimmer, wenn man selber aussuchen kann, was man macht. Wir haben auch Angst, dass es zu wenig intensiv wird. Aber. Ja, zu wenig intensiv war bis jetzt, waren schon einige unserer Programme. Wer jetzt mitgemacht hat, kann mich an Kranz erinnern. 2, 1, oder wir 6 jetzt nicht. Aber wie gesagt, Intensität ist nicht immer der Gradmesser. Wichtig ist die Qualität, was wir dabei halten können. Schiebst du Matte nochmal den Boden rein? Jetzt wird's hart. Jawohl, vorletztes Mal. Bärenstark, jetzt nur mit dabei sein. In welcher Variante auch immer, alles richtig stark. 2, 1, und gehen wir. Reverse Fleiß. Ohne Fleiß kein Preis, wie es so schön war. Ja, dann habe ich mir aufgeschrieben, halt. Wunderbarer Gag. Wie man gerade denkt. So witzig. Auf die Hand geschrieben. Dann bringe ich halt, wie gesagt. Einen haben wir noch, oder? Einen Schnee, den müssen wir. Einen letzten. Jetzt haben wir zuerst noch einen Durchgang. 2, 1. Und los geht's! Letztes Mal! Beißen, beißen, beißen! Die Schulter brennt, die Arme brennen. Jawohl! Rumpf ist stabil. Da lassen wir die locker. Bis zur letzten Sekunde. Bist du deppert? Was ist da los? 2, 1. Oh. Wie lang? Keine 20 Sekunden sein. Letztes Mal Reverse Flies. Einmal noch Gas. 1 und gehen wir. Jawohl. Riecht's nochmal den Boden. Bubak, nochmal eine Spannung. Jetzt kannst du alles auslassen. Jawohl. Vollgas. Jetzt können wir das ganze Pulver noch verschießen. Hast du noch eins? Oh. Jawohl. Du druckst gar nicht mehr drauf. Yay! Steht einmal auf, schüttelt einmal durch, spürt einmal in den Körper. Alle sollten sich 10 cm größer fühlen. Ja, wie können wir nicht mehr aussehen? Quer durch die Tür gehen. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Ah, Spaß beiseite, richtig cool, dass du wieder am Start warst. Sehr gut. Ich glaube, die Frage ist keine aufgetaucht, oder?
Schauen wir mal kurz, ob irgendwelche Fragen sind. Jawohl. Der Bruder läuft jetzt aus. Ja, da ist immer gescheit. Wir hoffen, dass du mitgemacht hast. Ja, natürlich ein Klacks für ihn. Sehr cool, dass wir alle dabei waren. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, equipmenttechnisch, ohne dass wir auch Kurzhantel oder Langhantel oder irgendwas angegriffen haben, trotzdem pfeifen sie ganz nett die Schultern und die Arme. Also, so weit kann man nicht weg gewesen sein. Schaut euch unser restliches Programm die Woche, wie gesagt, an. Bis Freitag habe ich es euch davor schon gesagt. Samstag natürlich nicht vergessen, Apps mit dem Hannes. Da geht's nochmal an den Sixpack für den Sommer. Schaut, dass kontinuierlich mit dabei bleibt. Uns macht Spaß, ich hoffe, ein paar. Wir wünschen euch nur einen schönen Abend. Genießt ihn. Feuchte. Haben wir nochmal zur Mitte. Wir schreien Bass, es nochmal so laut, wie es geht, Five. Und dann haben wir unser Abendessen verdient.